Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Teil der Tasmanischen Tiger 2. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir waren zuletzt in dem Vulkan, haben uns da ziemlich blöd angestellt, haben darum einiges an Zeit verplempert, aber was willst du machen? Sowas passiert halt mal. Und ich würde sagen, wir schnappen uns als nächstes einfach hier diese rote Quest. Ist das hier schon? Oder ist es hier vorne? Schwierig. Wir schauen mal hier. Ja, zum Verlassen R drücken. Darf ich nicht. Jetzt. Okay, ne, hier haben wir recht offensichtlich nur ein Campingplatz und Spielplatz, auf dem nichts weiter ist. Auf dem wir uns nur ein paar Rubine snacken können. Opale, warum bin ich mal bei Rubinen, ey? Ich spiele hier kein The Legend of Zelda. Keine Ahnung, Leute. Dann halt doch... Okay. Dann ab zum nächsten. Einfach alles zerstören, die Kohle abholen und ab zur roten Quest. Ich glaube, das war der Dude, den wir auf dem Vulkan retten sollten. Ne, Schäfchen zählen. Schäfchen zählen, Leute. Zeit für die Haie. Und ich krieg schon wieder abgestorbene Finger hier, ey. Hallo. Schön, Sie zu sehen, Sir. Die ja, freut mich auch. Ist ernst, Sir. Okay. Während des letzten großen Regens wurden die Schafe der örtlichen Farmer förmlich weggespült. Nein. Wir müssen sie zur Schurhütte zurückbringen, bevor das Wasser steigt. Ich habe den Helikopter aufgetankt. Von mir aus kann's losgehen. Mit dem Heli sammeln wir sie ein. Gott, gute Kameraführung gerade, gute Kameraführung. Alles klar. Sorry. Ja, sammeln wir mal ein paar Schäfchen ein. Oh, fast erwischt. Blöckchen nicht so rum, du alles Schaf. So, wo ist das Schaf hier? Das ist ja, das braucht doch nicht gerettet werden, ey. Das ist doch noch voll im Soll da. Noch vier. Oh, sorry, Leute, aber solche Quests müssen halt leider auch mal sein. Auch wenn die jetzt nicht sonderlich spannend sind. LOL! Als ob dann... Ach guck mal, wir können auch Bumeränge schießen, da war ja was. Wir tanken mal einmal auf. Und holen uns jetzt zwei Schäfchen. Ui, da wäre beinahe am Baum gewesen. Mäh! Ich hab arschkalte Finger, Leute, ey, das ist widerlich. So, weiter geht's. Gleich haben wir das letzte Schaf. Oh, aufgetankt haben wir auch nochmal. Und jetzt haben wir eine kleine Rudelbildung hier. Alle Schafe stehen auf dem Haufen, abgesehen von einem. Was ist das für eine Kameraeinstellung? Super. In der kleinen Stadt Ganagana wütet ein riesiges Buschfeuer, Kumpel. Okay. Du musst der örtlichen Feuerwehr beim Löschen helfen. Alles klar. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö, nicht wirklich, ne? Die paar Opale nehmen wir noch mit. Und dann kann es weitergehen. Dummerweise müssen wir jetzt auf die andere Seite der Map. Aber machst du nichts? Was muss, das muss. Die Oberwelt.
Okay, ja. So. Dann geben wir mal Stulle. Und ich würde sagen, wir fahren so rum. Hier einfach hoch. Ja, fast gut. Kurve gekriegt. Ah, ich mag nach wie vor die Musik vom Gang. Der Soundtrack ist cool. Da heizt mir irgendwer hinterher, ey. Oh Lord, ja so! Tch. Holzkiste bringt uns voll auf Abwege hier. Ja komm, nehmen wir doch gleich hier die erste Quest, die rote. Ich weiß zwar nicht, welche das ist. Gunner Gunner. Schauen wir die mit dem Buschfeuer. Dann schauen wir doch mal. Fünf Quests hier oben, ey, aufeinandergereiht. Seems legit, bra. Jo, Kollege, was geht? Sieht nicht gut aus, Tai. Als hätten wir mit dem Feuer nicht schon genug Ärger. Jetzt setzt so ein Chef Kess auch noch seine Schläge auf den Hals. Klasse, sag mir einfach, wo ich hin muss. Dann gehe ich in die andere Richtung. Wow. Du machst mich fertig, Tai. Okay, komm mit. Gut, dann haben wir wohl ein paar Feuerchen zu löschen. Und ein paar ist milde ausgedrückt. Guck mal, eins und Ding gilt aber auch schon als zwei Feuer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sind es aber auch, die wir löschen müssen. Ja, als ob du mich triffst, was ist denn los mit dir? Hallo, 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 hallo. Ach so, dein Kackstein trifft mich natürlich trotzdem noch. So, das schnell löschen, das schnell löschen. Dir schnell noch einen mitgeben. Ich habe keine Ahnung, wie er das mit dem Feuer steuert, ne? Mit dem Wasser. Oh, dann machst du... Ach, du machst Wasser mit den Pfeiltasten. Ja, kein Wunder, dass ich sonst wohin baller. Ich drücke halt immer die ganze Zeit W nach vorne. Alter, ich habe gar nicht mal mehr so viel Leben. Was bringt das da? Was gibt mir irgendeine Plattform? So voll random. Einfach irgendwo hingesetzt. Seems legit, Bro. Seems legit. Guck mal, ein Checkpoint. Hier kriegen wir auch gleich einen neuen Bungee, wenn unser kaputt geht. So, paar Opale noch. Oh. Ja, dich habe ich gesehen, Kollege. Dann kommst du jetzt nochmal. So. Dann das Feuer nochmal löschen. Und dann haben wir jetzt noch vier, einmal auf der anderen Seite der Map.
Da geht's natürlich genauso flott hin. Also, so quasi flott. Also nicht flott. Aber das kriegen wir schon hin. Da vorne sehen wir es auch schon. Da sehen wir auch die Schergen von Chef Cass. Die eine Abreibung wollen. Nehmen wir mal erstmal den Steinwerfer. Der Stein trifft ihn natürlich trotzdem noch. Und ernsthaft, das letzte Feuer ist da hinten noch auf der anderen Insel. Geil. Dann nehmen wir kurz den Checkpoint mit, weil unser Bungee hat halt schon einiges abbekommen. Zack. Das ist nämlich genau das, was ich jetzt erwartet habe. Was sagen, geben wir mal einen neuen Bungee her. Hui! So, ich mache das mal einfach alles in eurem Rücken, dass ihr das gar nicht mitbekommt. Lösche ich das hier und dann ist easy die Mission geschafft. Ja, das weiß ich. Hinter dir brennt's immer noch. Ich wette, in Ganagana steigt jetzt eine dicke Party. Wenn ich von jedem, der diesen Witz macht, einen Dollar bekäme, hätte ich schon an die 17 Dollar. Wow. El braucht deine Hilfe. Brex wurde in einem Schiffswrack von einer Schule Haie überrascht. Du musst ihn da unten rausholen, bevor ihm die Luft ausgeht. Ja, machen wir bei Gelegenheit, Kollege. Siehst du, ich wusste, warum ich mir die U-Boot-Lizenz schon hole. Aber jetzt haben wir erstmal noch vier andere Quests hier oben. Ich würde sagen, um die kümmern wir uns erstmal. So. Ab zur Karre. Die steht natürlich fast richtig rum. Kollege, wir müssen in die andere Richtung. Jo, alles klar. Wir cruisen einfach ein bisschen auf zwei Rädern rum. So, grün. Keine Ahnung, welche Mission grün war. Das war worth. So, da oben kriegen wir nochmal so ein Ding. Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf gerade. Ach du meine Güte, was ist das schon wieder für ein großes Areal hier? Ach, der Schwefelfelsen. Okay, hier müssen wir den... Ja, gut. Ja, das finde ich angenehm. Einfach alles kaputt kloppen. Aber leider kommen wir mit dem Typen gar nicht da durch. Das heißt, es war nur ein Kurzvergnügen mit dem. Oh, also gefühlt habe ich hier ein bisschen Frame Drops. Das tut mir leid, Leute.
Das sieht gerade nicht ganz flüssig aus, das Spiel. Okay, warte mal. Feuerspucker finde ich jetzt mal nicht so geil. Könnt ihr mal bitte drauf... Kann ich euch mal bitte treffen vor allem? Achso, warte mal. Oh, ich muss ihn einfach beißen. Das ist auch gut zu wissen. So, wo geht's jetzt weiter? Da oben muss ich was treffen. Da geht dann leider runter. Okay. Da muss ich vielleicht doch darüber. Ach, guck mal, da würde ich auch wieder zurückkommen. Die Frage ist, warum sollte ich jetzt zurück wollen? Hier oben geht es nur weiter, wenn ich den Lasso-Rang habe. Den habe ich noch nicht. Dementsprechend gebe ich einen Fick auf die ganzen Gegner und gehe einfach weiter. Ach du meine Güte. Komm, lande da drauf. Nice. Okay, und das Ding will ich auch haben. Und damit stelle ich mich jetzt dummerweise diversen blöden Gegnern hier. Die, glaube ich, nicht so viele Fucks auf meine Waffen geben. Zack. Dann kommen wir hier längs. Rushen hier einmal links, rechts. Zackig durch. Snacken uns hier. Die 1000 Opale, ja sicherlich. Ja, hi Kollege. Wo muss ich denn längs? Wir müssen da runter, wir müssen da rein. Wenn wir da drin sind, müssen wir da hinten durch, wenn ich das richtig sehe. Ah ja, siehst du, hier geht's hoch. Ja. Okay. Gut, wir haben einen Checkpoint erreicht. Was wollen wir denn mehr? Ich hätte gerne noch den fetten Bungee, muss ich ja gestehen. Gut, zu unserer Quest geht's auf jeden Fall nicht da lang, hier lang. Und der gibt mir eine mit. Ich glaube, sag du Bob, ey. Allein schon, dass ich den einen Typen nicht treffe. Das ist schon ein Skandal. Ach du meine Güte. Ich bin hier. Ist das dein scheiß Ernst jetzt, dass ich den ganzen Weg jetzt als... Oh, aua. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Das sind echt Steine, auf denen ich so nicht stehen kann, ey. Wie soll ich denn den... Den Sprung schaffe ich doch nicht. Doch, den Sprung schaffe ich. Oh Gott, ist ja gar nicht nervig, ey. Muss ich da hoch? Nee, muss ich nicht. Spreng ich überhaupt in die richtige Richtung? Eigentlich folge ich nur dem einzig logischen Weg. Von daher sollte es die richtige Richtung sein. Oh mein Gott. Ja, hi. Da war dieser Felsen unter die Lava und... Beruhig dich. Sag mir nur, was passiert ist. Schön der Reihe nach. Oh, okay. Also, ich bin heute um 5 aufgestanden. Oh. Dann habe ich erstmal geduscht. Anschließend habe ich Frühstück gemacht und ein Tässchen Kaffee ge... Spar dir den Mittelteil. Oh, ich wollte mir eben die Gegend ansehen, als eine der Säulen in der Lava versunken ist. Tja, und hier bin ich. Ich dachte, das ist das Ende. Keine Sorge, die Bush Rescue wird dich, retten. Okay, komm jetzt mit. Danke für die Hilfe, Ty. Du bist ein echter Held. Rex sitzt immer noch in der Wobbegon-Bucht in der Falle, Kumpel. Ja, ist in Ordnung, Kollege. Überlegt ihr mit L, wie ihr ihn retten könnt, bevor ihm die Luft ausgeht. Ja, ja. Machen wir bei Gelegenheit. So, ich bin jetzt am Arsch der Welt in diesem Gebiet. Da hinten kommt irgend...
Hier kommen irgendwann noch lauter Quests, die ich jetzt noch nicht habe. Das ist doch ätzend. Aber wie komme ich denn jetzt schnell wieder zurück? Nee. Indem ich in die Richtung da abhaue. Aber in die Richtung ist kein Weg weg. Jo, Kollegen. Was geht? Ich will nur den schnellen Ausweg hier. Macht alles andere mal unter euch aus. Nee, eigentlich... Leute, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet? Oh! Mhm. Okay. Okay, da geht mir schon mal auf den Keks der Ram. Okay. Wie komme ich aus diesem Gebiet am schnellsten wieder weg? Ist das der... Nee, das ist auch nicht der richtige Weg. Leute... Ja, okay, never mind. Oh, ist das nervig. Hier oben über mir ist doch irgendein Weg. Warum kann ich den nicht nehmen? Voll abspackende Kamera, check. Okay, wir können upgraden, das ist interessant. Ah ja, klar, doch, wir können ja den Röntgenrang hier beispielsweise, ne? Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt zurückkommen. Das hier sieht mir nach dem Heimweg aus. Oh, guck mal. For free nehmen wir den natürlich mit. Hier sind wir wieder, das ist gut. Nee, das sieht mir nicht nach dem Heimweg aus. Ja, Jungs, chillt mal. Genau, hier geht's zurück. Gut, Start gefunden. Meine Güte. Oh, wir sind auch schon wieder bei 23 Minuten. Dein Ernst, alter Vater, wie die Zeit rennt. Jo, hi, hi, hi. Was geht? Lang nicht mehr gesehen. Grüß deine Schwester von mir. Okay. Gut, liebe Leute. Dann sind wir wieder mit einer Quest durch. Drei haben wir hier oben noch zu erledigen. Dann geht's nachher unten, wo wir das U-Boot brauchen werden. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und haut rein. Bis die Tage. Ciao, ciao.